Also es war halt so, dass wir halt einfach ganz normales Konfi-Unterricht hatten und wir halt eine Übernachtung geplant hatten in der Kirche. Und dann wurde halt gesagt, dass wir irgendwas machen, noch nicht was. Und danach wurde uns gesagt, ja, ein Rap-Workshop kommt halt so. Und wir waren so, okay, Kirche, Rap-Workshop, so. Wir waren erstmal ein bisschen so, passt das zusammen? Das erste Mal, dass wir zusammengetroffen sind, war aufgrund der Kooperation von Talk Inklusiv. Für mich war das so als Leitung vom Talk-Projekt schon ein Experiment. Also wie ging es Also dir mit für mich Anliegen? war das eigentlich was Selbstverständliches, weil ich immer davon ausgehe, man macht zusammen und es gibt immer Leute, die können irgendwas besser als wir und haben einen anderen Blick auf die Welt. Also der Rap-Workshop war für mich persönlich voll cool so. Allein schon, weil ich einfach, wie gesagt, so, wir konnten uns selber verkörpern in diesen Texten. So, wir haben davor sowas noch nie gemacht. Deswegen war das auch so ein Highlight eigentlich von der ganzen Konfi-Zeit. Also für mich war es einerseits was, was ich auch in den Jahren vorher schon gemacht habe, dass Konfirmanden eigene Texte vorbereiten und einbringen in die Feier der Konfirmation. Andererseits hat es natürlich eine andere Schärfe gehabt über diese Hip-Hop-Style-Frage. Und da fand ich, die Zusammenarbeit mit euch hat so einen Qualitätssprung gebracht. Also die haben einfach klarere Texte gehabt, waren besser vorbereitet und haben es deshalb für sich selber auch viel stärker als einen Erfolgsmoment erleben können. Ich weiß es noch ganz genau tatsächlich. Und zwar, das war bei dem Rap-Workshop in der Kirche, war das so, dass wir halt diese Raps geschrieben haben. Und dann habe ich Rap-Gott gerappt. Und dann hat Kabu zu mir gesagt, ey, du bist zwar noch 13, aber du musst am Mittwoch kommen. Ich bin halt in einen Raum gekommen, wo viele Leute saßen, die einfach das Gleiche gemacht haben wie ich, Rap. Talk ist wie eine Familie. Man wurde halt extrem schnell aufgenommen. Also Inklusion heißt für mich auch voneinander lernen. Ihr konntet euch hier einbringen mit euren Fähigkeiten und wir haben gelernt. Aber wir haben auch gelernt, zum Beispiel die Themen, mit denen wir kommen, aus dem Hip-Hop heraus. Die Themen, die uns beschäftigen, wie Ausschlüsse, Diskriminierung, Empowerment, Solidarität, Armut. Dass das alles Themen waren, die für dich und für die Kirchengemeinde relevant waren. Ja, das ist genau das auch für mich Erschreckende, dass du das so sagst. Weil es ist selbstverständlich, dass das unsere Themen sind. Deshalb gibt es uns überhaupt. Nicht nur unsere Themen, sondern unser Grund, überhaupt Kirche zu sein. Bei Talk Inklusiv kam dann alles zusammen auf dem Gemeindefest in Hohebuch bei uns, wo auch sehr viele Leute aus Hohebuch einfach da waren und wir halt die Möglichkeit hatten, uns zu zeigen und die Leute uns halt zugehört haben auf einem großen Platz. Und meine Familie auch und generell halt die Familie in Hohebuch sozusagen waren auch alle auf dem Gemeindefest und haben halt unsere Talkgruppe alle rappen hören und alles. Und die haben es halt auch gefeiert. Auf mehr Hip-Hop in der Kirchengemeinde. Mehr Hip-Hop, mehr Inklusion. Genau.